Guten Tag, meine lieben Freunde. Wir sind hier zurück bei My Little Riding Champion. Und ich habe mein Pferd nicht trainiert, nein. Ich war gerade schlafen und unsere Aufgabe ist es immer noch, unser wunderschönes schwarzes Pferd namens Dark Firelord auf Stufe 5 zu trainieren. Beim letzten Mal haben wir uns einen neuen Parcours gekauft und dieser neue Parcours, dachte ich, füllt unser Pferd mit mehr XP, ich wollte gerade sagen Energie, mit mehr XP auf, als ich dachte. Aber nein, dem ist nicht so. Wir müssen nach und nach wieder hier Drittel für Drittel das Level schön langsam erarbeiten. Ich hatte gehofft, schwer bedeutet auch mehr XP, aber nein, dem ist nicht so. Deswegen bedeutet langweilig immer noch langweilig und wir versuchen es jetzt hier mit dem Arbeitsgalopp. Jawohl, super Sprung. So, einmal bitte auf der linken Hand kehrt um. So, und jetzt nochmal über die linke Hand rollen. Fallen in den Trab. Explosionshafter Sprung. Beinbruch. Metzger. Geistheiler. Oh nein, eine Stange gerissen. Das ist ganz schön bescheiden. Geil. Einmal noch, meine Lieben. Einmal noch und wir können zum nächsten Turnier antreten. Und auch dort... Oh, wie heißt jetzt noch gleich? Caroline? Cynthia? Claudia? Ich weiß es gar nicht. Oh, wie heißt sie denn? Celeste. Celeste? Niemand heißt Celeste. Wie komme ich denn auf sowas? Caroline. Caroline? Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Dark Firelord, du bist so ein Firelord. Wir werden es gleich rausfinden. Wie komme ich dann auf Celeste? Zum dritten Wettkampf. Wenn ich ihn bestehe, kann ich bei den Wettkämpfen der Klasse Fortgeschritten antreten. Fortgeschritten also? Oh, ich glaube auch. Bei mir ist langsam der Gehirntumor vorgeschritten, den ich bekomme wegen Luisa. Oh, shit. Bruder, was ist denn hier los? Hey, du hast keine Ehre, du komischer Zaun. Was ist mit dir? Ja? Was ist dein Problem? Wir wissen es nicht. Oh, guck mal, da ist eine... die geht da um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, eine Straße, die aus dem Nichts entsteht und zur Reithalle führt. So, gut, dass wir unsere Sachen, unser Pferd auch gar nicht trainiert haben. Wir müssen es mal füttern und pflegen. Nee, füttern müssen wir es nicht, aber wir müssen es pflegen. Dann könnten wir auch was reißen. Aber wir gewinnen sowieso. Oh, dieses Bremsen, das macht mich so wahnsinnig. Es macht mich so wahnsinnig, wenn das Pferd bremst. Also, so, gewinne Wettkampf 3. Ist überhaupt gar kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe nur gar keinen Bock auf... Der Klasse Anfänger. Ja, Schnauze. So, als nächstes geht's los für die Fortgeschrittenen. Da bin ich ja gespannt, was da auf uns wartet. Das wird wahrscheinlich ein Heidendurcheinander. Und hüpf. Hüpf. Komm, wir machen hier One Take Wonder, ne? Also, First Try, ja. Fehler, Schaltstrafe. Fehler und Schaltstrafe sind 0. Und ich gucke jetzt, dass ich das alles ganz wunderbar hinbekomme. Und noch einmal. Hier, und ja, ein wunderschöner Sprung hier. Und rein durchs Ziel. Erster, du hast diesen Wettkampf gewonnen. Oh mein Gott. Cornelia heißt sie natürlich, wie auch sonst. Oh, und ich bin schon auf 7, also nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Turniere, die wir gewinnen müssen. Ja, die nächste Stufe ist da. Und jetzt können wir... Herzlichen Glückwunsch. Die erste Klasse der Anfänger liegt hinter dir. Hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Cornelia klingt auf einmal ganz freundlich. Danke. Die ersten Wettkämpfe liefen ganz gut. Ja. Mach dir bloß keine falschen Hoffnungen. Es wird nicht immer so einfach bleiben. Cornelia, das wirst du schon noch sehen, ja? Außerdem habe ich das geilere Outfit von uns beiden. Ich denke, ich schaffe das. Ich denke auch. Ach ja? Ja. Das werden wir noch sehen. Ach komm schon, Cornelia, komm mal klar auf dein Leben, ja? Was macht Cornelia denn schon wieder hier? Was machst du denn hier? Sie scheint dich ja echt gern zu haben. Was stalkst du mich, Martin? Oh, wie geht der? Das ist voll gruselig, geht nicht so nach vorne. Oh Gott, Gott sei Dank. Okay, Cornelia geht da hinten gegen die Wand. Oh, Achtung, da ist eine Wand.
Jetzt steht sie da und guckt einfach so. Tja, wenn es mal so wäre. Sie will mich eher so schnell wie möglich loswerden. Ach, Luisa, sei doch nicht aber so. Aber nur, weil sie weiß, dass du ihr gefährlich werden kannst. Oh, was? Ich weiß etwas, was dich sicher aufheitern wird. Oh, oh. Komme morgen in den Wald zum großen See. Nein. Dort erkläre ich dir alles. Und vergiss dein Pferd nicht, denn das wirst du brauchen. Okay, jetzt wird's richtig creepy. Okay, da hinten ist noch Cornelia und die starrt einfach so wild in die Luft. Und er, Martinovic, möchte, dass ich mit ihm in dem Wald mit meinem Pferd erscheine. Okay, morgen oder noch heute? Kapelle, was sind da, sind Aufgaben oder was? Ja, da müssen wir jetzt schlafen gehen, das ist natürlich auch sehr interessant. Und wir haben noch, ach so, warte mal, können wir schon, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ah, ich will nicht wieder schwimmen, das war mal ein bisschen nervig. Guck mal, ich bräuchte gar nicht schwimmen, da hinten ist eine Brücke. Nee, das ist keine Brücke. Das sah nur so aus, das ist nur ein dummer Steg. Weil ich dachte mir jetzt, vielleicht können wir schon mal den nächsten Parcours kaufen. Dann habe ich das nämlich schon mal erledigt, wenn ich hier schon in der Nähe bin. Und bevor ich mich jetzt hier mit dem Martinovic da irgendwo treffe. Okay, ich glaube, wir haben alles soweit überbrückt. Oh, ich schwimme. Ich schwimme. Ich bin ein Schwimmpferd. Ich bin so ein schickes Schwimmpferd. Ich will das Pferd angucken, nicht Luisa. Hallo, ich bin es, Dark Firelord. Und ich schwimme für mein Leben gerne. Oh, guck mal, da ist wieder so ein abgefahrenes Ding, das wir irgendwie nicht abgeben können, ich weiß auch nicht. Oder geht das erst, wenn ich alle eingesammelt habe, kann ich dann die Collectibles abgeben? So, sie hat's offenbar, hat sie sich da schon irgendwo reingepfeffert. Steig auf jetzt! Oh, was ist denn mit dir? So, ja, wir müssen dann vielleicht nochmal irgendwann das Pferd putzen oder so, ich bin nicht sicher, aber... Ich glaube, irgendwann muss das mal sein. Hallo, ihr kleinen Goilers. Und hab boah, voll mit dem Pferd über das Pferd gesprungen. Ah, warte mal. Hat sie jetzt eine Aufgabe für mich da drüben? Ach, ich weiß nicht, ob ich die machen will. Oh, und Pamela hat auch eine Aufgabe für mich. Oh Gott. Hallo. Ich hätte gerne eine neue Aufgabe. Okay, das war 1, 2, 3. Oder was? Okay, das ist das... Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Hä? Achso, kann ich gar nicht kaufen. Achso. Okay. Okay, okay, okay. So. Hä? Wieso? Hä? Nein, ich... Habe ich jetzt die komische Satteldecke gekauft? Das ist nicht sein scheiß Ernst, oder? Das ist nicht sein Ernst. Wow. Ich bin entsetzt. Ich wollte doch die andere Satteldecke. Wie ziehe ich denn das jetzt um? Oh Mann, ey. Ey, das ist ja super nervig. So, warte mal. Ich glaube, wir machen, glaube ich, erstmal... Machen wir die Nebenmission hier? Eieieiei, bitteschön. Bitteschön, Luisa, beruhigen Sie sich. Ja. Ich glaube, ich will erstmal diese... Ich will erst wissen, was er vorhat. Ich will wissen, was im Wald passiert. Im Wald ist ein See. Da muss ich wieder 3.500 Stunden, muss ich da wieder hinreiten, bis ich den gefunden habe. Aber nun gut, sei es so. Ja. Vorher müssen wir auf jeden Fall schlafen und speichern. Sie rennt etwas energisch, oder? Kann das sein, dass sie sich ein bisschen hier, dass sie da ein bisschen zu viel Energie hier rein, das steckt in den Spaß. Eieiei, Cornelia. Luisa. Eieiei, Luisa. Ich würde gerne dieses Gras abmähen und dann eine ordentliche Wiese bauen. Warum ist denn das so abgefuckt? Und hier ist so richtig schönes Gras, wo die Kühe sind. Und vor allem, warum sind hier überhaupt Kühe? Ich habe hier keinen Bauernhof gesehen. Aber naja gut, vielleicht sind das auch einfach freilaufende, eingezäunte Kühe. Ich weiß es nicht. Oh, beruhig dich. Oh, Pferd.
Okay, ich bin jetzt so frei. Ich bin jetzt wirklich so ein guter Mensch und pflege mal das Pferd, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals tun werde, aber ich mach's. Ich mach's tatsächlich, ja? Peggy pflegt sein Pferd. So, Vollgas. Los, los, weg, 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 schnell. Der ganze Dreck muss runter. Und schon sind wir fertig. Los, der ganze Dreck muss runter. Der ganze Schwarm muss erschauen, muss drauf. Und jetzt noch die Fußdinger. Wie heißen die denn noch immer? Hufe. Mach hin. Los, Pferd. Du brauchst viel zu lang. Das kann's ja wohl nicht sein. Ich muss schneller sein als der Wind. Moment, als das Licht? Als der Wind? Schneller als der Wind? Doch, sowas gibt's auch, ne? Guck mal, wie es guckt. Fertig. Wo ist es? Ach, da. Pferdchen, du, da ist mir irgendwie so ein Missgeschick hier passiert. Mit deiner Schabracke. Wir müssen das mal wieder ändern. Ich will nämlich wieder die Türkisfarben haben. Sei mir nicht böse, aber... Ach, guck mal. Hä? Wieso habe ich denn so viel? Oh, guck mal, ich habe eine weiße auch. Oh lala, das sieht aber auch gut aus. Wollen wir uns mal umziehen? Nee, das ist kacke. Bräuchte ich mal vielleicht auch was Weißes, hm? So. Hat sie denn eine weiße Hose? Da werden wir jetzt mal, wir werden sie jetzt mal umziehen, sonst kaufen wir ja was. Und dann werden wir mal speichern und schlafen. Komm schon. Stell dich nicht so an, Mädchen. Erst in den Kleiderschrank. Brong. Na, Bock auf Haare färben? Nee, ne? So, Westen lassen wir mal weg. Ah, die weiße Hose. Ja, aber das ist ja keine... Ja, ich weiß nicht. Was haben wir hier noch? Neue Turniersachen. Ach, das ist die Hose, die andere Aldan hat. Okay, das werden wir auch mal so machen. Ach so, wir haben was dazu bekommen. Grün. Oh, wie schick, wie schick, wie schick. Ja, so machen wir das. Und das lassen wir mal so. Das sieht doch ganz gut aus. Ich hätte gerne ein bisschen Schmuck oder so. Na, ein wenig Schmuck, um sie zu schmücken. Speichern. Hurra, ich habe es tatsächlich geschafft. Als erster in der Anfängerklassenwettkampf, bla bla, Turnier nicht zu sehen. Ja, bam bam, ich frage mich nur, wo mich ja wohl hin morgen treffen, aufheitern will. Also, ich brauche gar keine Aufheiterung eigentlich. Eigentlich geht es mir ganz gut. Und was der Martini mit uns vorhat und ob wir einen Martini bekommen im Wald, das erfahrt er beim nächsten Mal und nach der nächsten Maus. Ne? Bis dann, abschalten. Ja? Tschüss.